Es war die Nacht vor Weihnachten und ich habe Geschenke bekommen. Naja, drei Pakete sind bei mir eingetrudelt. Also viel zu Unboxings. Ich weiß teilweise nicht, was drin ist. Das macht es noch spannender, auch für euch. Ja, ich habe mir mal gedacht, das wird nicht ein Video, das werden drei Videos. Somit ist es gespannt. Oder ich bin gespannt, was drin ist. Es ist jetzt zwei Tage vor Weihnachten. Leider werde ich die nicht zu Weihnachten komplett geöffnet haben in Videoform für euch. Also es wird ein bisschen danach veröffentlicht. Macht nichts, aber ja. Ja, wie ich sagte, welches Paket fange ich an? Mit dem großen. Tja, was es damit auf sich hat, seht ihr gleich. So, die Paketflut muss bewältigt werden. Ich weiß noch nicht, was da drin ist, aber ich kann euch so viel sagen. Dieses Paket kommt vom lieben Bürgermeister, von dem lieben Flo. Wir hatten einen großen Tauschdeal, also ich habe Sachen gefunden auf dem Flohmarkt in der Vergangenheit, die ihm sehr gefallen haben oder für seine Sammlung toll waren. Er hat ein paar Sachen für mich, irgendwie habe ich das Gefühl, es war nicht so viel, wie hier irgendwie reinpasst. Deswegen bin ich ein bisschen sehr gespannt. Ja, das werde ich gleich mit euch auspacken. Ja, und ich danke dir schon mal grundsätzlich, Flo, dass es so gut geklappt hat. Und ja, also schön wäre es, ich würde euch gerne das Video verlinken vom Flo mit den Sachen, die ich ihm gegeben habe. Kann ich noch nicht, vielleicht hat das demnächst auch nein, dann wird es auch verlinkt. Ansonsten lasst uns mal auspacken und rausfinden, was er da für mich eingepackt hat. So. Hier ist jetzt aufgeschnitten, das war nämlich erstmal zur Seite. Und ich packe das Paket mal ein bisschen. Ich habe hier einen Stuhl stehen, damit ich das ein bisschen auspacken kann. Das ist größer und komplizierter, als ich es dachte, weil ich es von der Seite aufmache. Also, ich ziehe jetzt hier was raus, wovon ich jetzt nicht weiß, was es ist. Ehrlich gesagt, das ist was Großes. Also, ich meine, ich weiß schon ein paar Teile, die da drin sein könnten. Und doch irgendwie nicht. Deswegen bin ich gespannt. Auf jeden Fall sehr gut verpackt. Ne? Danke, Flo. Sowas ist immer gut. Und ich sehe irgendwas da. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Viel Verpackungsmaterial, was weg ist. Und, oh, es ist von Avengers. Ein Werbewürfel, wenn ich das richtig sehe, von der PlayStation. Oh. Er wird hier so zusammengebaut, ihr könnt es sehen. Ein bisschen eingestaubt, aber es ist alles. Hier so schön mit dem Artwork. Richtig cool. Richtig cool. So, seht ihr. Das Spiel ist auch gar nicht so schlecht. Aber ich habe es über die ersten paar Level noch nicht hinausgespielt. Na, mal sehen. So, wie können wir es am besten... Avengers hier erhältlich. So, bin ich mal gespannt, was da noch drin ist. Weiter geht es. Noch so ein Würfel? Hey. Wow. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Schallplatten. Ich habe zwar nur eine kleine Sammlung und keinen Plattenspieler mehr, deswegen... Aber hier haben wir Der kleine Muck von Europa. Auch eine sehr schöne Serie. Richtig schön nostalgisch. Das ist ja hier von 1900. Oh, lasst mich raten. Das ist aus den 70er Jahren mit Hans Petsch. Die meisten Namen sagen mir gar nichts, weil sie so alt sind, dass ich das wahrscheinlich nur gehört habe, aber nie mich damit befasst habe. Im sehr guten Zustand. Wow. Und eine schöne Platte. Kann man sehen? Ja. Und hier auch. Und das ist, oh, das ist ein geiles Cover. Die Schatzinsel von Europa. Hier seht euch das Cover an. Nach Louis Stevenson oder Robert Louis Stevenson. Wahnsinn. Auch mit Hans Petsch hier als Sprecher. Echt cool. Richtig cool. Vielen Dank schon mal. Wahnsinn. Ja, und weiter geht es. Und es geht hier weiter.
Das sind Kassetten. Die mir kurz runtergefallen, aber weil es hier hängen geblieben ist. Wow. Ich bin ja völlig baff. Ein TKKG-Kassettenkoffer. Echt cool. Echt cool. Wahnsinn. Na, 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 geh auf. Mal sehen. Boah. Da ist ja noch mehr drin. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, was. Wahnsinn. Das ist ja richtig Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier habe ich was. Gut. Ich mache das jetzt, damit ich das ordentlich machen kann. Aber echt. Wow. Ich bin ja komplett geplättet. Und hier haben wir Hörspielkassetten. Wahnsinn. Das brauche ich nicht mehr. Und zwar auch eine ganz geile Serie. Scotland Yard. Nummer 1. Eine richtig coole Serie. Finde ich richtig gut. Mit Benny, Betty und Buck Buff. Die Kriminalfälle in London erleben. Basiert auf dem Ravensburger Spiel. Also ich fand das schon immer richtig geil. Das Spiel. Und die Hörspiele kann ich euch auch nur ans Herz legen. So, was haben wir hier? Und es begab sich 6 Weihnachtsgeschichten von Karl Friedrich Wagel. Gut, das sagt mir gar nichts. Auch richtig alt. Ist auch schon sehr alt, wenn man das so sagt. Gut, von 68. Wahnsinn. Ja, so alt ist es dem halt. Ja. Zeige ich euch mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Platz. Ja, Wahnsinn. So, das brauchen wir auch nicht mehr. So, was haben wir hier noch an Kassetten? Hier sogar noch Verschweißt. Black, der schwarze Blitz. Ein langer Heimweg. Auch interessant. Sagt mir gar nichts, die Serie. Ich denke mal eine Pferdeserie à la Black Beauty. Da wüsste ich eine tolle Verwendung. Meine Schwester liebt Pferde, auch Hörspiele. Das müsste was für sie sein. Da bin ich mal echt gespannt. So, dann haben wir aus dem Europa Remus. Ich wusste nicht, dass die so eine Kooperation haben. Der Strubbelpeter, ein echter Klassiker. Ja, echter Klassiker. Als Hörspiel sagt mir so gar nichts. Auch interessant. Wahnsinn. Point Widmark. Auch eine interessante Serie. Auch so eine kleine Krimiserie. Ich habe aber mich da nie mit befasst. Ich habe sie immer nur gesehen. Die Würfel des Hexenmeisters. Irgendwie 3 Jungs, die Rätsel lösen. Also ein bisschen wie 3 Fragezeichen. Ich hörte mal, dass es ähnlich ist. Aber ich habe die nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob sie gut sind. Ist aber jetzt mal ein guter Grund, reinzuhören. Wer spricht denn da überhaupt? Kennen wir die? Kim Hasper, ja. Als Tom. Nicht schlecht. Gerrit Schmidt-Voss, ja, also richtig. Lutz McKenzie. Daniela Hoffmann, Detlef Bierstedt, Jürgen Klunkert, Jochen Schröder, ach, alles bekannte Stimmen, Thilo Schmitz, ach, herrlich, voll die Top-Stimmen. Es lohnt sich ja dann richtig reinzuhören. Also bin ich mal ganz gespannt, in diese Serie reinzuhören. Wie gesagt, habe noch nie eins davon gehört. Und einen Klassiker, den habe ich als Hörspiel, glaube ich, als einer wenigen Platten, die ich in der Kindheit besessen habe, aber auch nicht mehr. Ein Buch habe ich auch gelesen, ist halt eine ungewöhnliche Krimi-Zeit von Astrid Lindgren. Kalle Blomqvist lebt gefährlich. Nicht schlecht. Ist gar keine schlechte Geschichte. Also ist auch sehr. Es ist mit der Zeit auch. Es ist, man merkt die Zeit, die damals auch war. Also Wahnsinn. Wow. Und hier haben wir eine Figur in einem Zipperbeutel. Den machen wir mal auf. Das ist doch Hook. Der hier einen Enterhaken irgendwie aushaken kann. Absolut cool. Weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber. Bitte schön, Hook. Captain Hook aus der. Ja, von den Actionfiguren auch nicht schlecht. Wahnsinn. Okay, das erstmal zur Seite. Ach, da ist noch so viel drin. Den Koffer nehme ich mir mal für letztes vor. Dann haben wir hier, oh ja, das war eine Sache, die ich wusste. Da hatte ich mich für interessiert. Da haben wir gegengetauscht auch.
von Transformers Titans Return. Viel Verpackungsmaterial für die nächsten Pakete. Ist jetzt ein bisschen angeschlagen, die Box, aber das macht jetzt nichts. Und zwar ist es jetzt Ravage von Titans Returns. Ravage, so ein bisschen im Kassett-Design, kann sich gleichzeitig in ein Jet verwandeln. Ist eine witzige Sache, ein Dollarzeichen ist also direkt als Import irgendwie gekommen. Nicht schlecht. Ich liebe ja diese G1-Figuren, die klassischen Transformer, die ist jetzt ein bisschen moderner, aber auch nicht schlecht. Also deswegen fand ich es interessant, genau, die hatten wir gleich gedealt. Und jetzt sehe ich hier noch, ich hole einfach raus. Ich nehme einfach raus, damit ich das hier raus habe. Und dann schauen wir uns alles noch an. Und das ist Wahnsinn. Er hat mir echt voll gepackt. Bis zum... Keine Ahnung. Es kann auch Müll dazwischen sein. Das ist Verpackungsmaterial. Das ist auch Verpackungsmaterial. Gut. Gucken mal, was das ist. Das ist... Ja, ich muss gucken, man weiß ja nicht, was dazwischen ist. Ihr kennt das ja vielleicht in meinen Paketen. Aber da ist nichts drin, das ist nur rein Papiermüll. Genauso wie das gutes Verpackungsmaterial ist. Und hier haben wir schon das erste, was jetzt hier drin ist. Super Englisch von Super Mario. Auch nicht schlecht. Wusste ich gar nicht, mit Super Mario Bildern. Also im Endeffekt ist es ein Langscheid. Englisch-Deutsch, ne? Nee, umgekehrt, auch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, aber eben halt mit Super Mario und dann seht ihr hier eben halt auch Bilder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kannte schon mal vom Sehen, aber so direkt nicht. So, hier haben wir eine Figur. Ja, das war abgesprochen. Das gehörte zu unserem Tausch. Und zwar ging es darum, dass ich ein Mass-Fahrzeug habe. Immer noch. Ich habe ja Mass Piranha mir mal in einem Deal gekauft. Aber mir fehlte das Lyrax. Der, ja, wie soll ich sagen, die Figur dazu und mit Maske sozusagen. Nein. Und hier ist er. Lyrax. Richtig cool. Mit Maske. Oh, die lässt sich auch einfach abnehmen. Das ist gut. Hier ist er ohne Maske, sieht richtig geil aus. Das Witzige ist, der Bruder vom Freund von mir, der sah genau so aus vor 20 Jahren. Wohlgemerkt, da war er noch jünger, war jetzt in den Jahren auch grauer. Auch so einen Schnauzer gehabt und so eine komische Haarfrisur. Er hat mich immer an ihn erinnert und auch so ein Kinnbart. Wahnsinn. Die Maske ist hart, aber lässt sich sauber aufsetzen, ohne dass der Kopf einklemmt. Das ist ja manchmal auch das Problem, dass die Maske eigentlich eher kaputt geht, weil man mit Gewalt sie abnehmen musste. Ist halt eine Sache der Zeit. Vielleicht wird man es heute anders lösen mit den Masken. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oftmals sind die Köpfe dann ja ein bisschen kleiner. Aber gut, in dem Fall nicht. Ja. Aber ist schon Wahnsinn. Flo, vielen, vielen Dank schon mal. Also ich bin echt begeistert. Wir hatten ja nur ein paar Sachen gedealt. Wie gesagt, der Transformer, die Slyrex-Figur. Und ich glaube, da ist noch was drin, was wir gedealt haben. So, und... Hier habe ich auch irgendwas drin, das sieht aber mehr nach Aufklebern und Stickern aus. Ja, da haben wir natürlich Sticker, Retro-Spielwelt, Spielzeugwelt. Ja, der Manuel, der schickt, hat auch gerne seine Hüllen oder seine Aufkleber. Schutzhüllen, Manuel. Manuel, grüße dich auch. Ja, das kann ich auch noch. Ja, hier haben wir... Einen Aufkleber vom Bürgermeister. Mittlerweile habe ich den ja auch schon ein paar Mal. Wahnsinn. Und hier habe ich einen Toyplosion-Aufkleber am 26.08.2023. Dann wird der was wert werden. Denn wir freuen uns alle schon drauf. Und ich bin auch vor Ort in Castrop-Rauxel. Ich freue mich schon auf euch. Ja, da geht's dann hin. So. Und hier habe ich eine PlayStation 1 CD, eine Promo-CD von Thrillkill. Ich glaube, das ist aus dem PlayStation Collectors Club, wenn ich das richtig sehe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Absolut geil. Wahnsinn. Freue ich mich echt drüber, weil das ist ein echtes Sammelstück
für die Spielesammlung. Und weiter geht's mit Spielesammlung. Wahnsinn, hier ist... Gut, das ist Packungsmüll, aber... Silver. Ein RPG-Rollenspiel, kein schlechtes, wirklich sehr gut. Ist jetzt sehr leicht, ich weiß gar nicht, ob es nur die Box ist. Ja, das ist jetzt nur die Box, da fehlt die CD. Aber ist nicht schlecht, ich habe ja genug Games und oftmals habe ich... Die CD findet sich auch, es ist jetzt rein, die Box, alles ist dabei. Nicht schlecht, die Box ist im sehr guten Zustand, kann ich immer gebrauchen. Ich bin ja als PC-Big-Box-Fan da. Macht es sich nicht schlecht. So, und jetzt haben wir noch den Koffer. Den Koffer, was ist da drin? Als allererstes ein Turtles Van, der Partywagen. Auch nicht schlecht. Obwohl, den habe ich schon. Aber der ist echt cool. Der ist echt, echt cool. Ich glaube, Flo, wenn es nicht ausmacht, ein paar der Teile werde ich zusammenpacken. Und spontan überlege ich mir, ich werde eine Verlosung machen. Aber noch nicht jetzt. Jetzt ist Weihnachten und wahrscheinlich werdet ihr diese Videos erst Ende des Jahres 2022, vielleicht Anfang 2023 erst sehen. Deswegen werde ich mir eine Verlosung im Jahre 2023, logisch, überlegen. Da kommen ein paar von diesen Sachen dazu. Also, da werde ich ein paar der Sachen reinpacken. Mal sehen. Seid gespannt. Ich werde so ein schönes Goodie-Paket packen. So, Goodie-Paket ist das jetzt nicht, aber auch nicht schlecht. Ein Famicom-Modul, aber ein 38:1, also so ein Bootleg-Modul, auch nicht schlecht. Bin ich mal gespannt. Es müsste ein NES sein. Ja, hier sehe ich Pokémon und Billard da und so ein Battle City. Ich bin mal gespannt. Manchmal sind ganz gute Games dabei. Einige sind aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig manchmal, weil die ein bisschen, ja, kennt keiner. Egal. So, hier kommt ein Deal. Das hatten wir als Deal, das weiß ich. Das ist ein Spiel, was auch aus seiner Sammlung war. Er hat einen großen Teil seiner Sammlung aufgelöst. Seiner PlayStation 2 oder Hauptgame-Sammlung. Ein Spiel, was ich schon mal hatte, aber in einem ganz schlechten Zustand und jetzt wieder in einem sehr guten Zustand in die Sammlung übernommen wird. Und die Rede ist von Grand Theft Auto Vice City Stories. Es ist in der PEGI-Version und das ist die Uncut-Version. Aufgrund dessen freue ich mich besonders, das in der Sammlung zu haben. Und jetzt ist hier noch irgendwas drin, was ich nicht weiß in dieser Tüte. Außer ein bisschen irgendwas Kaputtes. Plastik, das muss ich noch sauber machen. Und irgendwas ist hier eingepackt. Also ich bin auf jeden Fall völlig begeistert. Oh ja. Ah, da hatten wir uns mal drüber unterhalten. Genau, das waren auch noch Sachen, wo wir uns unterhalten haben, was wir getauscht haben. Jedenfalls zwei Sachen, wo ich da gedacht habe, du hast die zweite Seite noch gehabt. Egal. Auf jeden Fall, den baue ich langsam zusammen. Das ist ein Teil von dem G-Bone Transformers Ratchet. Das ist sozusagen ein Teil seiner Basis. Ich habe einen Teil der Figur mal gefunden auf dem Flohmarkt. Und somit kann ich jetzt sozusagen diese hier, das ist so eine Art Basis, die sich zusammenbauen lässt. Mit. Ne, glaube ich, so war das, egal. Eine Basis, die hinten reingesteckt wird. Also. Und hier haben wir noch einen Jet. Glaube ich, aber die Flügel fehlen. Oh, egal. Auf jeden Fall, der Jet fehlte mir noch von der G2-Reihe war das. Auf jeden Fall richtig gut. Die Dinge, und das ist ja mehr zur Vervollständigung gedacht. Aber wie gesagt, ich dachte, da war eine zweite Hälfte noch. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das macht sich so, weil ich habe das Ding so stehen, dann fällt es nicht mal auf. Es ist zum Hinstellen gedacht. Das ist von Ratchet. Richtig klasse. Und was hier noch gewesen ist, was ihr nicht gesehen habt, eine Beast Wars Figur. Auch richtig gut. Armadillo, glaube ich, hieß der. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Wahnsinn, das war das Paket vom Bürgermeister. Lieber Flo, vielen, vielen Dank.
für weitaus mehr, als wir ausgemacht haben. Wie gesagt, ich werde einen Teil davon auf jeden Fall in eine Kiste packen und die für eine Verlosung in der Zukunft zur Seite legen. Genau, also, das war's jetzt erstmal für dieses Unboxing. Also, ne, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, ihr auch. Ja, sprecht mit mir, sagt mir, was ihr da haltet, von welches Teil findet ihr richtig geil, was ist da besonders bei und ja, liken, teilen, abonnieren, mehr sage ich dazu nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.